Hallo liebe Leute, Dreist hier nochmal. Peace. Ich wollte euch heute mal ein bisschen was erklären über unsere eigengemachte Gürtel. Wir haben zwei Marken, die Gürtel selber machen, die handgemacht sind. Das ist die Firma Deadline. Die machen für uns spezielle Gürtel. Die haben wir hier im Assortiment. Die liegen auch hier. Dazu haben wir die Marke Ottermann. Ottermann kommt aus der Region und das Schöne bei denen ist, dass die Gürtel machen auf Bestellung und auf Anfertigung. Okay, ich erkläre es euch. Komm mit. So, da sind wir. Hier dann Ottermann-Gürtel. Ottermann ist eine kleine Manufaktur, die kommen aus Hunsbruck. Das ist hier gerade über die Grenze bei Aachen, nicht weit von hier entfernt. Ottermann ist schatzig spezialisiert auf Gürtel und macht in schönen Ledersorten, in schönen Lederfarben handgemachte Gürtel, speziell für den Kunden ausgewählt. Ausgewählt heißt, man kann sich verschiedene Sachen auswählen. Das ist hier zum Beispiel die Schnalle. Die Schnalle kann man wählen aus Messing oder aus Silber. Dann kann man eine Bronze Schnalle wählen in einer anderen Form. Oder man kann einen doppelten sich raussuchen. Dann der doppelte Schnalle, die gibt es dann auch in Messing oder in Silber. Und die ist dann auch etwas breiter. Die Farbe der Gürtel kann man sich auch auswählen. Da gibt es eine kleine Farbpalette. Das geht von Mahoni bis dunkelbraun auf Walnuss, auf hellbraun, auf schwarz, auf Naturleder. Also das Ganze kann man sich so anfertigen lassen, wie man es gerne hätte. Ja, weiterhin erkennt man die Ottermann-Gürtel an der Gravur oder Prägung. Klar, die ist Standard mit drinne. Was man aber auch wählen kann, ist, ob man das Gestickte da in den Farbtönen Rot und Weiß dazu haben möchte. Ja, das kann man sich auch auswählen, ob das für jemand interessant ist oder nicht. Ja, und habt ihr dann alles so ein bisschen ausgewählt, was euch gefällt? Kommt der Gürtel, wird er angefertigt für euch und kommt dann in so einer kleinen Holzbox, ganz nett. Ja, und auf dem Label da unten steht dann auch genau, was ihr bestellt habt. Ein hellbrauner Gürtel in Silber, in der Länge genau, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und wurde dann handgemacht von Peter Otermanns in Hunsbruck. So, die Größe des Gürtels oder die Länge genau, kann man natürlich feststellen, durch einen alten Gürtel, den man hat, aufzumessen. Und das macht man folgenderweise. Wenn man hier genau die Mitte nimmt, also der Anfang, also nicht vom Gürtel, sondern vom Leder, dann wird das hier so der Anfang. Da sind wir hier. Und dann misst man halt, in welchem Loch man gerne den Gürtel trägt. Ich habe leider ein paar Löcher dazuhauen müssen, weil ich gesundheitsbedingt ein paar Kilo abgenommen habe. Aber gut, das tut nicht zur Sache. Man sieht auch hier, dass man dann, ich benutze dieses Loch, das kann man sehr schnell erkennen, und dann wären es 95 cm genau. Ja, das war's so ein bisschen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich komme dann zum Schluss dann noch zum Preis. Also die einzelnen Gürtel in 4 cm, ausgesucht nach eurer Wahl. Ihr habt selber euren Gürtel aufgemessen. Ihr könnt uns die Maße zukommen lassen. Er wird speziell angefertigt. Wenn er da ist, rufen wir euch an. Wir kriegen schon irgendwie hin. Vielleicht versenden wir den in dieser Zeit, komischen Zeit. Alles kein Problem. Noch zum Preis. Die 4 cm Gürtel mit der einzelnen Schnalle kosten 98 Euro. Die breiteren, das ist 4,5 mit der doppelten Schnalle, kosten 129 Euro. Hochwertiges Leder, handgemacht, speziell für euch angefertigt und genau auf der richtigen Länge, weil ihr sie selber aufgemessen habt. Vielen Dank. Bis dreist. Ciao.